Der ist ziemlich komisch. Marsch, wir machen weiter mit Eis. Ich bin heute bei einem Kopfhörer, das ist der Ton fast heute. Ansonsten, sollte ein bisschen. So, wir machen weiter auf Eis. Und gleich, kurz mal gleich mal das erste abgucken. Und dann werden wir die Kurve abfahren. Da ist die Straße. Und dann wird das Brücken nicht schaffen. Selbst fahren und fahren dann nicht mehr weg. Hat er uns zum EGH auf die Hügel auf dem Feld gefahren. Das ist ein bisschen leichter. Wenn wir zwei Fahrzeuge fahren lassen, dann wird das ja, wir machen das weiter. Dann mal schauen, was wir hier haben. Da habe ich davor, also nicht, also wir kommen so hoch. Dann schreiben wir hier. Hier ist es noch. Raus. Gut. Dann können wir das hier mal links machen. So, können wir die Musik ein bisschen hören? Also ich höre sie, aber wie das an die Tür ankommt, das weiß ich nicht. Letztes Mal ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich nicht über einen Player von Mediasource oder so, dann müssen wir anschauen, wie das was findet. Um das entsprechend steuern zu können. Mir hat es halt gefallen, dass er danach ist gut. Aber wenn ein Titel läuft, ist das ja auch nicht mehr. Geht ja auf Dauer langweilig, ne? Wenn man Mikrofon und dich da ranholen. Das gefällt mir noch nicht so sehr. Wieder wieder umbauen. Sehen wir schon, was wir kriegen. Vom Platz her. Ja, mal schauen, was wir auch noch voll kriegen. Und dass man irgendwann herbeigeht und mal schauen, ob wir den Koppel und Rüben nehmen können. Und wie genau heißt er? Ich hoffe, dem nicht zu früh. Aber wenn sie schnell wegfahren, ne? Ja, wieder eine Woche frei. Schnell. Oder so rein kann es sein. Ja, ich nehme jetzt extern auf und zeige den PC. Sollte eigentlich besser sein, ich hoffe jedenfalls. Da ich jetzt schon 4K spielen kann, da sind die Bilder wahrscheinlich besser drin. Und die weiten sich auch maximal. Allgemein ist alles auch maximal. Also, ein bisschen Reserve, aber so ein bisschen. Ja, müssen wir schauen, wie die erste Folge aussieht mit Probeaufnahme. Also toll wie sie. Ob ich da was ändern muss. Oder ob ich die Maschine ein bisschen leiser machen muss. Kann auch sein. Ne? Natürlich ist bei Maschinen immer blöd, weil man die Entfernung immer etwas schwer einschätzen lässt. Ne? Also von dem Lärm her. Thank you.
So, dann können wir wieder auf normale Geschwindigkeit. Auf normale Geschwindigkeit geht noch 5. Vorankommende Zeit. Aber ich glaube, dass wir hier entsprechende hohe Leistung haben. Also bei dem Arsch. Drüben hat weniger gewesen. Dann kommt uns was vor. Oh gut, kann auch täuschen, ne? Aber es reicht aus. Gespannt, ne, wie sich auf der Ort ändert. Touring-Grad habe ich schon FDs gelöscht. Und mal sehen, wie soll das sich auswählen. Die Leistung hier. So, rein damit. Normalerweise hat er da unten beim letzten Mal noch GLF zu gefahren. Weil er jetzt wohl nicht so nicht gefahren ist. Jetzt. So, aber zurück zum Acker. Vollgas. Richtung. Maisfeld. 19. Keine Fehler hier. Der Nachbar wird beschweren. Oh, Sägewerk, ja. Oh, das haben wir auch noch. Da liegt noch ein bisschen Geld. Ja, ein bisschen Geld verdient. Vom Ziel nicht beeinflusst wird. Ne? Wollte eigentlich hier selbst den Kurs fahren lassen. Ich bin ja auch noch mal gehört werden. Oh, yay. Ja, noch ein Reiz. Wir werden nachts alles machen, wenn wir das völlig fertig kriegen. Da sind wir wieder. Eigentlich nur jetzt noch hier parallel fahren, das wird ja alleine passieren, oder mehr oder weniger rein. Gut, das nicht. Und vergessen. Und nächstes Mal halt. Ja, jetzt haben wir schon bald Herbstende, kommt in die Knöhe, ne? Und dann müsste man dann mit Tunnel rein werden. Oder den Rüben, oder beides. Ich gehe mal auf Ton für Fahrzeuge. Dann könnte man hier ein bisschen am Ton drehen.
etwas ungünstig. War los schon. Ah. Im Skiweg. Ein paar Meter fehlen. Bin ich vorbei. Ja, ne? Mais. Schweine umstarren. Also die Ferkel müssen in einen kleinen Stall rein. Ja, dann später noch wieder ausfüttern, sicherlich. Ja, und dann mal sehen, ob wir das Silo links kriegen. Verdichtet und entsprechend abgedeckt. Das ist dann das Ziel. Dann morgen Kartoffeln und Rüben, was das heißt. Die Gräte wollen wir auch bleiben. Vielleicht schauen, ob wir noch nebenan noch die BGH bekriegen müssen. Machen wir gleich. Digger Nord. Oh ja. Der LKW ist nicht hier. Das ist schlecht. Leer. Wo ist der LKW? Da ist er. Fahren wir gleich hin zur BGH. Ja? Und dann werden wir da ein paar Ballen reinlegen. Damit wir da nicht hier der blaue Hund erleben und kein Geld wieder runter. Zahlen schon eh nicht so viel, aber dann wissen wir es kriegen, ne? Damit die Gerätschaften blau sein können. Für die Kartoffelernte und die Rübenernte. Fahren wir ganz schnell rüber. In die Polizei. Nur habe ich kein Blaulicht. Aber der KI-Verkehr ist eher geschaltet. Also die wilden Fahrer fahren hier nicht, sondern nur ich. Ja, ob es schon passt. So, Flieger gemacht. Ah, da wird LKW gefahren. So, da sind wir. Nicht ganz. Wir müssen vorher schauen, ob die Silage auch alles schon Silage ist, wenn hier so ein Gras ist. Immer die Arschkarte, weil dann hinterher das Zeug überhaupt nicht einbringt als Gras. Wir werden die Ballen nach vorne aufnehmen, das ist nicht garantiert. Die Lage werden die nicht vorne. Oh, ganz sauber. Schauen wir mal da oben erstmal. Da ist die Lage. Das ist ein Spezialball, ein ganz großer. So. Super, und da vorne? Das wäre nicht so schlimm. Auf die Lage. Die Lage. Dann
Nimm gleich mal einen Schwung mit und entsprechend gleich reinhauen. Sonst kein Moos zum Mörder. Böse Farbe. Das sind voll und schlecht. Überhaupt nicht geplant. Ja, die Wiese, glaube ich, hätte jemand mal gemäht. Nix. Das war nix. So, sind wir. Bisschen Ei, Leute. So. Ein bisschen Chaos sein, das macht nichts. So, nehmen wir hier vorne den Schwung weg. Kurve und Geschichte. Ein Schwung, eine Ladung, gleich noch. Wir könnten wir gleich noch eine zweite BGH haben. Geliefert. Ja. Ups. Machen wir gleich. Ja. Da nehmen wir gleich schon mit, Einladung. Und dann können beide BGHs entsprechend uns mehr Geld auszahlen, ne? Um 0 Uhr. Voll. Auf zur Hauptweg, ja. So, liebe Schau, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen gleich weiter. Dann sage ich immer tschüss, liebe Schau. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Natürlich, wenn ich möchte. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.